Andreas Birnbacher zu Hause an seinem Lieblingsort. Malerisch gelegen, sein gepachteter Weiher. Es ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sagt, da kann man sich mal entspannen. Mein Hobby ist eben mal Fischen oder Fische generell. Und ja, das gehört halt auch dazu, dass man einen gewissen Ausgleich auch noch dazu hat, zu dem harten Geschäft. Andreas Birnbacher gereift, in sich ruhend. In diesem Winter in der Form seines Lebens. Mit 30 Jahren. Läuferisch so gut wie noch nie. Er bestimmt momentan mit 2, 3 anderen Athleten das Laufniveau. Im Gesamtweltcup momentan Dritter. Birnbacher ist auch der Einzige im Feld der Besten, der bislang 3 Weltcupsiege erreicht hat. Zuletzt beim Massenstart in Antholz. Birnbacher, der Siegläufer. Bei mir selber hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Das ist das, was die meisten eigentlich sagen. Aber dass ich Charakterwandel oder keine Ahnung was gehabt habe, von dem zu dem Menschen geworden bin, aber das stimmt überhaupt nicht. Also meiner Meinung nach hat sich im Training ein bisschen was geändert. Ich habe ein bisschen was besser gemacht. Ich habe daraus gelernt, aus den Fehlern vielleicht von den vergangenen Jahren. Das war nur das Quäntchen, was mir im Endeffekt gefehlt hat, auch, dass ich mal gewinnen kann. Und das habe ich eben dieses Jahr geschafft dann. Bekanntlich beginnt der Erfolg im Kopf. Das hat Birnbacher verinnerlicht. Ich sage mal, so einen Massenstart wie in Antholz hätte ich vielleicht vor 2 oder 3 Jahren nicht gewonnen, weil ich einfach vom Kopf her nicht so kompromisslos einen Schlusssport angezogen hätte oder sonst irgendeinen Fehler gemacht hätte. Weil man eben mehr auf die anderen schaut oder abwartet, was machen die, bevor man selber das Zepter in die Hand nimmt. Und das habe ich eben auch gelernt und war vom Kopf her einfach so drauf, dass ich sage, ich versuche es jetzt, ich mag das gewinnen und aus und habe da keine großen Kompromisse mehr gemacht. Hier in Oslo dann vor fast einem Jahr gelingt ihm das, was viele ihm schon gar nicht mehr zugetraut hatten. Der Sprint, 17.03.2011. Nach 10 Weltcup-Jahren sein erster Weltcupsieg. Der Katzenfreund Birnbacher musste aber auch negative Erlebnisse verarbeiten. Ohne die, so sagt er, könne man sich nicht verbessern. Beispiel Olympia in Vancouver, die Staffel. Birnbacher schießt 2 Strafrunden, keine Medaillenchancen mehr für das deutsche Quartett. Ein weiteres Negativerlebnis für den Schlechinger, der derzeit sehr viel Fanpost bearbeiten muss, die WM in Korea vor 3 Jahren. Wegen Krankheit muss Birnbacher frühzeitig abreisen. Da war ich eigentlich kurz davor, da ich sage, hey, ich schmeiße es hin, weil wenn es auf die Gesundheit geht, dann ist mir das nicht mehr wert. Aber ich habe mich aus dem Loch rausgezogen. Aus seinen Fehlern lernen, Birnbacher blickt voller Selbstbewusstsein auf die Heim-WM. Massenstart-Weltmeister von RuPauling, Andreas Birnbacher, wie hört sich das an? Ja, wird sich schon sehr gut anhören. Wird sehr schwierig werden, aber ich versuch's. Mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit könnte der derzeit beste Deutsche seine beste Saison zu Hause krönen. Ein Spaziergang im Reit am Winkel und ein Haus.